Des einen Freud, des anderen Leid. Mit der Gesundheit lässt sich viel Geld verdienen und davon können wir als Aktionäre profitieren. In diesem Video zeige ich dir drei Tannenberger Aktien im Umfeld von Novo Nordisk, von denen du von zwei vermutlich noch nie gehört hast. Mein Name ist Thorsten Thiele, geht ums langfristige Investieren. Jetzt stehen mal wieder Kursgewinne im Vordergrund. Es geht hier um Blutzuckermessung, um Diabetes, um Appetitzügler, alles miteinander verwoben. Und an der Stelle noch ganz wichtig, keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Wir sind immer auf der Suche nach Qualitätsaktien, weil wir hier beim Aktienfinder sind. Wir wollen von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Und dann würde ich mal sagen, los geht's. Und ich möchte dich nicht so lange hier auf die Folter spannen und zeige dir mal gleich hier im Merkzettel, um welche Aktien es sich hier handelt. Und das sind die drei auch schon, Dexcom, Insulet und Novo Nordisk. Ich habe gesagt, Umfeld von Novo Nordisk, Novo Nordisk ist mit dabei. Wir haben hier, was Novo Nordisk macht, weiß wahrscheinlich jeder, Weltmarktführer im Bereich Diabetes, seit jüngerer Vergangenheit auch ganz dick im Geschäft mit Appetitzüglern. Und dann haben wir hier Dexcom, die machen Blutzuckermessung. Insofern miteinander verbunden, als dass viele Diabetes-Patienten, die eben Insulin brauchen, was unter anderem Novo Nordisk als Weltmarktführer herstellt, dass diese Diabetes-Patienten ihren Blutzuckerspiegel überprüfen müssen und dann entsprechend Geräte von Dexcom benutzen oder gegebenenfalls von Insulet, die auch Blutzuckermessung machen und dann mit noch verknüpft, aber dann zusätzlich mit Insulinabgabe. Also die decken ein bisschen mehr von der Wertschöpfung ab als Dexcom. Warum sind diese Unternehmen interessant? Schauen wir uns doch mal hier ein paar Kennzahlen an. Hier die Stabilität des Gewinns von minus 1 bis plus 1, das berechnete Kennzahl, entwickelte Kennzahl von uns, um Qualitätsaktien zu finden. Und man sieht alle drei Aktien hier bei über 0,9, ab 0,8 sprechen wir von der Qualitätsaktie und hier ganz starke Werte. Wenn man hier mal sieht, mit welcher Geschwindigkeit diese Unternehmen im jährlichen Mittel ihre Gewinne steigern, dann sieht man hier Wachstumsraten von 30% im Schnitt auf die letzten 10 Jahre. Novo Nordisk nur halb so viel wie die beiden da oben. Gucken wir uns mal noch kurz die Marktkapitalisierung an. Novo Nordisk ist natürlich die größte Marktkapitalisierung, aber man sieht, kleine Klitschen sind die anderen beide auch nicht. Mit 16 bzw. 26 Milliarden Euro Marktkapitalisierung schütten beide keine Dividende aus. Und was wir auch sehen, ist hier eine Verlangsamung des Gewinns bei den beiden Kontrahenten hier, also Dexcom und Insulet, während bei Novo Nordisk wir eher eine leichte Beschleunigung haben. Auch die anderen Kennzahlen hier, Cashflow, Umsatz und so weiter, sind über jeden Zweifel erstmal erhaben. Dann haben wir hier die Kursgewinne. Ich habe ja eingangs erwähnt, hier Tannenberger-Alarm, hier Kursgewinne auf 15 Jahre. Da passen jede Aktie in Tannenberger mindestens zweimal rein, teilweise sogar dreimal bei Dexcom oder fast sogar viermal Tannenberger passt da rein. Wir sehen aber auch, dass gerade bei Dexcom hier auf Sicht von 6 Monaten die Aktie fast 50% verloren hat. Und das könnte natürlich eine Einstiegschance sein, insbesondere wenn wir hier mal schauen, was die Kennzahlen hier bezüglich Bewertung sagen. Da sieht man hier, dass die Indikatoren hier bei Dexcom und Insulet anschlagen und die vor einer ja, teilweise recht markanten Überbewertung ausgehen. Wobei zum Hintergrund nochmal, da werden einfach die 10-Jahres-Schnitte genommen, das 10-jährige KGV, auf dem bilanzierten, auf dem bereinigten Gewinn, auf dem operativen Cashflow und den Umsatz und einfach geguckt, wie sieht es denn momentan aus bezüglich KGV, KCV und so weiter im Vergleich zum 10-Jahres-Schnitt. Und wenn es halt deutlich drunter liegt, dann kann man hier indikativ erstmal sagen, oh, da könnte ein Schnäppchen lauern. Bei Novo Nordisk sieht es, Überraschung, Überraschung, genau andersrum aus. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf Dexcom und ich hatte ja auch schon versprochen gehabt oder gesagt gehabt, dass die Aktie hier etwas gelitten hat. Und zwar haben wir hier einen Kurssturz, das war am 25.07. von 40,7% und der Grund listiert zu suchen, 25.07. Hier haben wir eben einen neuen Earnings-Kalender, da war also hier, wie man so schön sehen kann, hier gerade die Hochsaison und da hat dann auch Dexcom berichtet.
Ich vermute, ihr habt Dexcom noch nicht gefunden in diesem Patchwork hier. Deshalb haben wir hier auch die Aktiensuche. Da kann man hier Dexcom eingeben, Dexcom, und dann seht ihr, ah ja, da haben die berichtet. Und wenn man hier drüber hubert mit der Maus, dann sieht man, aha, Gewinn pro Aktie übertroffen, Umsatz leicht verfehlt, 3,2%, Kursreaktion minus 41%. Kann man glauben, ja, vielleicht etwas übertrieben. Aber der Ausblick hatte es in sich, und zwar hat Dexcom das Management am Anfang des Jahres einen Ausblick erhöht und jetzt haben sie ihn runtergenommen wieder, und zwar noch weiter runtergenommen, als er vor der Erhöhung war für das laufende Geschäftsjahr. Das ist natürlich ein gewisses Maß an Vertrauen, was da kaputt gegangen ist. Und der Grund, das könnte man ja vermuten, okay, Novo Nordisk Appetitzügler wirken schon. Und die Leute essen weniger, treiben ihren Blutzuckerspiegel weniger in die Höhe. Und da braucht man jetzt weniger Blutzuckermessung. Scheint aber nicht der Fall zu sein, denn beim Konkurrenten Insulet läuft es ganz gut. Können wir mal gucken hier, was Insulet hier year-to-date für eine Performance hat. Da seht ihr, ne? Insulet scheint kein Problem zu haben. Und wir haben auch andere Konkurrenten beispielsweise wie Abbott Laboratories oder Medtronic und Abbott Laboratories, die beide gemeinsam auch mit Medtronic kein Pure Play in diesen Bereichen sind, deshalb auch nicht abgedeckt hier in dem Video. Die insbesondere Abbott Laboratories hat gute Zahlen in dem Segment der Blutzuckerspiegelüberwachung. Das heißt Continuous Glucose Measure oder Measurement, das wäre dann der eigentliche englische Begriff, hat also gute Zahlen da geliefert beziehungsweise positive Aussagen gemacht, das Management zum laufenden Betrieb. Wir haben ja also ein scheinbar hausgemachtes Problem bei Dexcom. Das Management hat es im Earnings Call auch schon identifiziert. In erster Linie Probleme beim hauseigenen Vertrieb. Da hat man sich zu wenig auf hochprofitable Großkunden konzentriert und hat jetzt auch, man hat ja auch den Vertrieb umgestellt, hat viele neue Vertriebler eingestellt und das dauert eben alles so seine Zeit. So das Management ist also eine leichte Turnaround-Story, würde ich schon fast sagen. Wobei, gehen wir mal hier in den Qualitätscheck, um zu gucken, wie dramatisch die Situation bei Dexcom aussieht. Und da sieht man, ja, also so richtiges Drama scheint es jetzt nicht zu sein. Es passiert eher das, was mit Wachstumsaktien passiert. Wenn das Wachstum gerade mal abnimmt oder so ein bisschen holpert, die Aktie stürzt ab. Hier sieht man die operative Marge, die kam von ganz, ganz tief unten. Da muss man ein bisschen reinzoomen, damit man sieht, dass die Margen hier langfristig steigen und wie sie steigen. Sie sollen also nur noch weiter steigen. Es gibt im Prinzip zwei Betriebswege, Vertriebswege, die eigentlich gibt es sogar drei, die bei Dexcom relevant sind. Das eine sind die profitablen Großkunden, Krankenhäuser und so weiter. Dann gibt es im Rahmen von Pharmacy Benefit Einzelkunden, die über den Apothekenschalter auf Rezept die ja, Hardware, also die Blutzuckermessgeräte kaufen. Und dann gibt es noch einen Wachstumsmarkt in dem Bereich, den ich noch gar nicht erwähnt habe. Das wird dann als OTC, Over-the-Counter, auch über Apotheken, aber es kann sicherlich auch Drogerien oder irgendwas im Internet sein, wo man das bestellen kann. Blutzuckermessgeräte sind auch so ein bisschen in Mode, werden auch von Menschen benutzt, gesundheitsbewussten Menschen benutzt, die keinen Diabetes haben oder keine Gefahr auf Diabetes haben, die ihren Körper aber noch ein bisschen optimieren oder erforschen wollen und dann wissen wollen, wie entwickelt sich mein Blutzuckerspiegel, wenn ich dies und jenes esse. Und da werden auch starke Wachstumsraten erwartet, ist allerdings noch relativ niedrig, der Gesamtumsatz, der im OTC-Markt gemacht wird. So, also in erster Linie hausgemachte Probleme. Wie man sieht, werden trotzdem noch Gewinne erzielt. Und die interessante Frage ist ja jetzt, ob Dexcom jetzt ein Schnäppchen wäre. Und oft gehe ich auf den bereinigten Gewinn, um dann auch die Aktie zu bewerten. Hier gehe ich mal auf den operativen Gewinn, weil das ist die Größe, die sich hier schon am längsten relativ und am gleichmäßigsten entwickelt, auch wenn hier hinten eine Schätzung für das Geschäftsjahr fehlt. Hier siehst du es ganz gut, während der bei 2017 der bereinigte Gewinn bei nur noch 2 Cent lag, siehst du hier so operative
operative Cashflow sich relativ gleichmäßig hier auch durchentwickelt hat. Das kommt dann der Zuverlässigkeit der Bewertung zugute. Gehen wir mal kurz in die Multiples rein. Was auch noch darauf hinweisen könnte, dass die Aktie jetzt günstig bewertet ist. Hier sehen wir das KGV bereinigt. Ich nehme das KCV hier rein. Sieht man auch übrigens, dass die Aktie immer günstiger wird auf den operativen Cashflow bezogen. Und wenn ich jetzt hier nochmal Novo Nordisk reinnehme, Novo Nordisk, dann sieht man, dass Dexcom eigentlich immer deutlich höher bewertet war mit einem richtigen Bewertungsaufschlag zu Novo Nordisk. Wenn man jetzt aber ganz gute Augen hat und dann hier reinguckt, dann sieht man, dass sich das jetzt umgedreht hat. Na, oder? Hier müsste man 12. 12. Genau. Hier sehen wir, Dexcom hat jetzt ein 28er KGV, Novo Nordisk ein 32er KGV. Novo Nordisk ist ja auch schon runtergekommen. Die hatten ja jetzt hier auch schon über 50 KGV. Und ist ja gefallen. Dann gucken wir uns nachher auch noch die Bewertung an als Bonus von Novo Nordisk. Naja, also ihr könnt hier sehen, dass Dexcom jetzt plötzlich günstiger geworden ist als Novo Nordisk. Auch noch so ein Indikator, wenn sich die Verhältnisse umdrehen, dass wir hier vielleicht auch Übertreibung haben. In dem Fall Übertreibung nach unten. Jetzt geht es zum fairen Wert. Auch hier habe ich noch den bereinigten Gewinn eingeblendet. Wir wechseln auf hier den operativen Cashflow. Dann mache ich das hier weg. Und tada, hier zeige ich das mal an. Und dann sieht man erstmal hier eine massive Unterbewertung. Hier wäre jetzt dann der faire Wert geschätzt aufs laufende Geschäftsjahr bei knapp 200 US-Dollar. Die Aktie kostet aber gerade mal 70 US-Dollar knapp. Also man hätte eine massive Unterbewertung. Hier haben wir noch die Wachstumsraten vom operativen Cashflow. Die liegen also so im hohen 20er, also so um die 25, zwischen 25 und 30% hier für die nächsten Jahre laut Schätzung. Das sind auch schon die Schätzungen, die aktuell sind. Habe das auch abgeprüft hier mit dem Umsatz beispielsweise. Im laufenden Geschäft, da soll der Umsatz um 13% wachsen. Das liegt auch in Range mit dem, was das Management sagt. Und dass der operative Cashflow schneller wächst als der Umsatz, hat eben damit zu tun, habe ich vorhin gezeigt, dass die Margen steigen. Jetzt haben wir hier aber ein 80er KGV im Schnitt hier, das benutzt wird, um den Fernwert zu berechnen. Und das ist, wie ich finde, deutlich zu hoch. Das kommt dann noch davon, weil wir hier früher Wachstumsraten hatten, die deutlich über den 25 bis 30% lagen. Hier mal knapp 60, hier sogar über 100%, 143%, dann 43% etc. Da war die Aktie natürlich mit dem KCV bewertet, sondern noch deutlich, deutlich höher war. Wenn ich jetzt noch weiter zurückgehe auf 10 Jahre, dann haben wir hier nochmal KCVs von jeweils über 100. Und die fließen alle in die Berechnung mit ein. Und das halte ich doch für etwas übertrieben. Wenn ich mir jetzt so 25% plus Wachstum anschaue, dann würde ich sagen, was ich für gerechtfertigt halte, das wäre so eine Bewertung von, sagen wir mal, ja, 30 ist eigentlich schon relativ tief gestapelt. Man könnte sogar zwischen 30 und 35, machen wir mal 30, sind ein bisschen vorsichtiger, weil wir hier nur eine leichte Turnaround-Story haben. Und ich gehe mal bis hier hin und dann gucken wir uns mal, was das für ein Renditepotenzial entspricht. Da wäre dann hier der faire Wert Ende 2026, also man müsste bis 2,25 Jahre warten. Dann wäre der Aktienkurs theoretisch bei 118 US-Dollar und da lag er eigentlich ungefähr kurz vorm Absturz und es würde einer jährlichen Rendite von 27% entsprechen, beziehungsweise insgesamt von 70%. Alles Kursgewinne, Dividenden schütten sie ja keine aus. Man kann auch dann die Bewertungslinien hier hinzufügen und mal sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Kurs hier wieder an die 100 kommt. Also nicht hier 117, sondern vielleicht nur 100. Da hätte man hier noch 18, 19% Renditeerwartung. Und wenn er einfach nur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nur auf 90 steigen würde, wären es noch 12,7%, die man dann damit gewonnen hätte. Man sieht auch hier, wenn man Charttechniker wäre, würde man hier quasi auch eine Widerstandszone vielleicht einblenden oder reinzeichnen. Ich mache sowas nicht als langfristiger Investor. Aber gut. Also das heißt, man kann relativ konservativ die Aktie bewerten, kommt immer noch auf zweistellige jährliche Renditen. Insofern halte ich die Aktie jetzt
erstmal nicht für ganz uninteressant. Ich habe versprochen, wir können auch noch kurz mal uns Novo Nordisk anschauen. Da würde ich dann aber hier den bilanzierten oder bereinigten Gewinn nehmen. Das ist an der Stelle völlig egal, weil die absolut deckungsgleich sind. Und dann können wir mal noch gucken hier, weil die haben ja eine Korrektur gemacht, wie es denn da aussieht. Ich habe die öfter schon mal hier im Aktienfinder bewertet. Und dann wisst ihr ja hier, jetzt ist hier das bilanzierte KGV wichtig, da wird der faire Wert drauf abgeleitet. Schnitt 24,5, hier genau das Gegenteil. Hier haben wir eine Wachstumsbeschleunigung beim Gewinn. Das heißt, wir müssen hier das nach oben korrigieren. Das mache ich jetzt anders. Da gucke ich mir einfach jetzt, wie die Aktie bewertet war innerhalb der letzten Jahre ab 2022. Und dann mache ich den hier. Also ich habe hier einfach mit der Maus gezogen und den Bereich selektiert, von dem ich die Bewertung ableiten möchte, aus dem ich die Bewertung ableiten möchte. Und dann sieht man hier, okay, die Aktie ist immer überbewertet, trotz der Korrektur. Die hatten ja schon 1000 dänische Kronen gekostet, jetzt 820. Faire Wert liege bei 713, aber dank weiter steigender Gewinne steigt dann auch der faire Wert. Und wer nur lang genug dann dabei bleiben würde, jetzt nehmen wir mal 2026, weil ich das bei Dexcom auch gemacht habe, da hätten wir hier eine Renditeerwartung von 15%. Also auch nicht schlecht, aber jetzt hier ohne runterkorrigiert zu haben. Und ich hatte ja bei Dexcom runterkorrigiert. Das heißt im Prinzip, beide Aktien sind attraktiv. Ich sehe bei Novo Nordisk, die ja momentan Gegenwind haben, wieder in den USA. Das ist nichts Neues. Die machen einfach zu viel Gewinn und belasten das Gesundheitssystem in den USA. Jetzt durch Appetitzügler. Vorher war genau die gleiche Chose mit Diabetes. Da wird man schon eine Lösung finden. Wahrscheinlich wird Novo Nordisk dann auch die Preise senken, aber sie werden trotzdem noch weiterhin gut Geld verdienen. Also Novo Nordisk hat natürlich auch so ein paar Probleme, abgesehen davon, dass die Aktie halt stark überbewertet war und jetzt deutlich schon immerhin zurückgekommen ist. Beide Aktien halte ich für interessant. Dexcom hat höheres Renditepotenzial, allerdings auch ein höheres Risiko. Es ist eine leicht angehauchte Turnaround-Story. Novo Nordisk hingegen haben zwar auch Probleme, aber von Turnaround definitiv nein. Also da läuft es sehr gut. Halte ich für etwas weniger Rendite stark, etwas weniger Renditepotenzial, dafür aber auch weniger Risiko, was man natürlich auch machen könnte, theoretisch, und das sind noch mal keine Anlagehinweise, wäre in beide Aktien investieren. Und wenn ihr euch hier für Insolet interessiert, könntet ihr selbstständig analysieren, die Aktie. Und ich habe es ja auch schon erwähnt, gibt noch andere Player wie Abbott Laboratories, die gegebenenfalls auch interessant sein könnten, je nach Anlagestrategie, könnt ihr dann auch selber analysieren. Okay, das war's. Ich denke, das war jetzt mal richtig interessant und hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und dann bleibt gesund, macht Sport, esst das Richtige, damit wir noch lang miteinander hier Spaß haben können. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Gute Renditen natürlich auch und bis zum nächsten Mal. Ciao.